So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Terraria. Und da schauen wir an, Rex King und Tala sind da. Hallo ihr zwei, willkommen im Video. Was höre ich hier? Wo sind die denn jetzt eigentlich beide? Wo sind denn die jetzt hin? Da, ich sehe es auf der Karte hier links. Danke. Das ist also Rex King. Ja. So. Seht ihr die ganze Map? Links geht es ins Crimson. Rechts ist die Wüste. Du hättest es einfach aufgekriegt, du bist ja auch gut. So, ja, du bist ziemlich stark, ne? Aber guck mal, wir haben ja alle Holzrüstung. Aber das ist irgendwie ist überall so dunkel, das fetzt doch nicht. Also sind das wiederholte Mal, dass jemand dabei ist beim Spielen. Leider in der ersten Folge nicht, aber das hat jetzt im zweiten Mal geklappt. Hoppala, da ist noch so ein blaues Slime-Bad hier. Wo will er hin jetzt eigentlich? Wo rennt er denn hin? So schnell wird. Ach, guck mal. Achso, jetzt weiß ich auch, was ich für Stiefel einstecken habe. Die nehme ich die super schnell. Das ist nämlich da. So war das. Die haben wir im Eis gefunden. In der letzten Folge. Na, aber er ist stärker als ich. Er hat auch, glaube ich, mehr Ahnung als ich. Das ist aber auch nicht schwer bei dem Spiel. So. Ja, warte mal, hier unten war ich, da kann er gar nicht so alleine drin abmühen. Ich würde jetzt gerne mal noch ein paar. Oh. Nee, ich wollte nicht zur Verderbnis kommen. Ich wollte. Kann man es hier gedrückt halten? Kann man nicht. Kann man nicht. Rechte Maus abwechseln. So. Okay, ich wollte. Ja, komm. Was bringt der hier mit? Ich habe natürlich überhaupt keine Tränke für den jungen Mann. Haben wir noch? Doch, wir haben. Pass auf, warte mal. Ja, das rennt ihm hinterher, das stimmt. Ich habe ihm jetzt gegeben. So. Ja, jetzt gehen wir hier mal nach oben. Pass auf. Geht das so hier? Ich weiß doch mal, ob er hier gut. Sag mal, wie ging das gleich mit der Brücke? Also mit der Treppe? Wieso baut er jetzt hier auch immer keine Treppen mehr hin? Suspekt, wa? Ja? Ich frage ihn mal, wie er zum Hase gekommen ist, ja? Soll ich dir heute eine Rüstung geben, frage ich ihn. Oh, ich bin runtergestürzt. Ich habe gefragt, ob ich ihm Holz geben soll für eine Rüstung. Sauber geschickt. Jetzt habe ich den Hase angegriffen. Oh, Dussel. Sauber natürlich. Ich komme jetzt nicht mehr nach Hause. Wäre nett. Warte, pass auf. Ich versuche erstmal zu beschützen hier. Weitestgehend. Kapseln, das tun wir schon hin.
gehen wir mal hier hoch. Hast du ein Kaninchen als Haustier? Das hat er, das weißt du doch gar nicht so genau. Es kommt immer mehr so eine Zombie-Heini. Das haben wir gar nicht verloren. Oh mein Gott. Eisklinge, er hat eine Eisklinge gefunden. Wo hat er die denn gefunden? Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Kann man. Ach, die sind auf dem Geist wirklich, das ist doch furchtbar. Gehen wir auf den Sack. Ernsthaft. Karotte. Ach so, eine Karotte ist das. Die hat er mir gegeben, gucke. Wie nutzt man denn die? Ach, die ist, weißt du was, wie das geht? Da muss man bestimmt zu dem Hasen hingehen mit der Karotte. Oh, mehr. Was ist denn hier los? Naja, also das hier ganz viel. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, dann renn mal zu dem Haus. Geh mal hoch und ruf dir ein Häschen. Das brauchen wir jetzt nicht. Ist jetzt gar nicht wichtig, so ein Häschen. Ist ja ernsthaft, das ist ja nicht ohne hier, der ganze Mist. Ob das mal aufhört mit den blöden Zombies hier? Das Häschen, wer soll das Häschen angreifen? Das ist ein Häschen. Keine Waffe. So. Der da unten ist erstmal weg. Das stimmt. Das wenn man schon die Karotte gegeben hat. Wie funktioniert denn die Rübe? Die Karotte hast du geschrieben. Wer weiß denn das jetzt? Weil da fängt mit dem K an. Karotte. Ob du mal vielleicht aufhörst, jetzt schon lesen zu lernen? Du hast noch ein bisschen Zeit. Ja. Also, wisst ihr. Ja, in der Schule musst du lesen können. Nicht schon vor der Schule. Also Linksklick auf einen Hasen, aber den gehört, der hat wahrscheinlich schon eine. Na gut. Also wenn wir irgendwann einen Hasen irgendwo haben, machen wir das mal. Aber hier unten waren wir doch schon. Wo rennt denn der jetzt hier rum eigentlich? Das will ich gerne mal wissen, wo der jetzt ist, der andere. Da unten! Oh, wie macht denn das? Was ist denn da abgegangen? Da ist er noch weiter da unten. Als du! Vielleicht waren wir noch nicht, ne? Das stimmt. Wir sind dafür gar nicht stark genug. Wir sind viel zu schwach. Gerade vorhin sind wir hier unten lang gelaufen. Das Shell Shock Life. Achso, man kann die auch anziehen, die Karotte eventuell. Ach. Jetzt habe ich die irgendwo hingemacht. Aber wohin habe ich die jetzt gemacht? Nee, die habe ich jetzt hier.
Ausrüstung. Hier. Beschwört einen zahmen Hasen. Leichtes Haustier. Ach, das geht aber nur da oben. Karotte. Ausrüstbar. Beschwört einen Hasen. Das habe ich da an, aber. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das klappt mit dem Hasen. Also gut, das muss alles ausrüsten. Was war das? Hast du das Geräusch nicht gehört? Natürlich hast du das Geräusch nicht gehört. Schon wieder. Es klingt gefährlich. Wie ein. Es klingt äußerst brutal. Schon wieder! Was? Setz mal den Kopf doch auf! Verlier hier mal keine Zeit sinnlos. Ach, du hast es schon. Erzähl mir nicht, dass es das Gehirn von Studo ist. Das ist bestimmt eine Knochenschlange oder sowas, was hier alles vorbei jagt, oder? Nee. Da ist doch kein Zombie. Das klang noch nie ein Zombie. Nee, Zombie macht. Nee. Definitiv nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwas ganz Gefährliches in der Nähe ist. Der bricht hier immer ins Wasser an. Ich dachte, das könnte hier unten irgendwas sein, vielleicht. Mir ist so, als wäre hier unten eine Höhle, aber ich kann es nicht genau sagen. Ich baue mich hier runter, weil ich denke, dass da unten eine Höhle ist. Aber das stimmt aber nicht. Das ist keine Höhle. So, jetzt machen wir die Spinnen hier kaputt. Die müssen wir jetzt zerkloppen. Ich kann mir jetzt kein Häschen holen. Das kommt bestimmt von alleine, wenn ich irgendwann mal an einem vorbeilaufe. Sind die, dass die so böse klingen hier? Ich glaube auch nicht. Klingt zwar ganz schön ekelhaft, aber das ist nicht das gleiche. Aber wo sieht man jetzt eigentlich die Karotte? Wo sieht man denn deine Brille? Wie war der Deal? Oh! Vermutlich mehrere Gold. Naja. Ich bin auch schnell mit meinen Superstiefeln. Ich bin der Meer. Ja, aber schnell, guck mal hier. Das kann ja auch sein. Nö, hab ich nicht. Also man kann die anziehen, beschwört einen Hasen. Aber wie das jetzt geht. Ich war ja auch keiner da. Ich bin ja an jedem Hasen vorbeigekommen, oder? Hast du irgendwo einen Hasen gesehen schon? Natürlich nicht. Ne? Nur ein Vogel. Aber nur wenn es wo regnet? Wo muss es dazu regnen? Na, was? An Weihnachten, ja. Denke dran, dass du bitte deine. Wo ist denn deine Sonnenbrille? Ich trage doch auch meine Sonnenbrille. Ach so, das hat der. Na dann setz dich doch auf, wenn du hier hinter mir sitzen willst. Der Reckling hat es auch nicht geschafft, leider. Der Rexkling. Gerade wollte ich dich retten. Ich hatte Gold. Woher wissen du das schon wieder, was er Gold geschrieben hat? Wieso kannst denn du das auf einmal lesen? Weil du mir das nicht gesagt hast. Nicht, jetzt hast du mir Gold. Na, super. Irgendwo hier war das Gold, ne? Hier unten. Ja, da liegt's doch.
Das hole ich mir erstmal zurück. 3 Gold waren das.